Die beste Pommesbude im Ruhrpott? Tura Grill in Essen-Altendorf, wat sonst, schrieb jemand auf Facebook. Tura Grill war Kult, behauptete ein anderer. Die Frikadellen mit Soße und Mayo waren der Burner der 70er und 80er Jahre, aber nur mit abgehärtetem Magen zu genießen. Willi, der Schwatte, wie sie ihn nannten, hatte den nur 3,56 Meter mal 1,63 Meter großen Imbiss am Eingang des Fußballplatzes von Tura 86 im Januar 1968 eröffnet. Man aß dort im Stehen, vor Wetterkapriolen weitgehend ungeschützt, ohne Messer und Gabel, nur mit einem Plastikpiker. Samstags, wenn dort Sozialtag war und die Pommes mit alles nur 50 Pfennige kosteten, standen die Kunden Schlange und die Friteusen schnaubten wie Dampfloks. Die Verkäuferinnen konnten sich kaum bewegen in der kleinen Hütte, schwitzten bei gefühlten 50 Grad und arbeiteten im Akkord. Die Rostbratwurst und Frikadellen stammten von Wittlings, einer Fleischerei aus Essen-Krai. Die Frikas waren zylindrisch geformt, statt sie zu braten, zerschnippelten die Verkäuferin sie und warfen sie einfach in die Friteuse. Als Curryfrika waren sie ein Bestseller im Tura-Grill. Auch die Currywurst, schön scharf mit Cayennepfeffer, war ein Renner. Freitags gab es Backfisch und das bis weit nach Mitternacht, denn der Tura-Grill schloss erst um 3 Uhr früh. Mehr als 30 Jahre lang hat der Imbiss allen Stürmen getrotzt, die über die Essener Gastronomie hinweggefegt sind. Am 28. März 1999 musste der Tura-Grill jedoch schließen, weil die Stadt Essen das Grundstück an der Oberdorfstraße an das Sanitätshaus Püttmann verkauft hatte. Für ein paar Jahre geriet der Kultimbiss in Vergessenheit. Aber dann tauchte er plötzlich im Internet wieder auf. Der Essener Künstler Christoph Schmich gestaltete 2009 eine eigene Homepage für den Tura-Grill. Kurze Zeit später folgten ein Blog und zahllose Kommentare in der Facebook-Gruppe Wenze aus Essen kommt. In der Satirezeitung West kam der Tura-Grill sogar auf die Titelseite und auch auf News TV kam die Hütte zu späten Ehren. Selbst in Buchform wurde dem Imbiss ein Denkmal gesetzt. Der Essener Autor René Zey erinnerte 2011 in der Anthologie Schicht im Schacht mit seiner Kurzgeschichte Pommesblut weiß an den Kultimbiss. Im Frühjahr 2020 schrieb Zey sogar ein 92-seitiges Buch über den Tura-Grill, spickte das Werk mit zahlreichen Anekdoten und über 30 historischen Fotos. Das alles zeigt, selbst 20 Jahre nach seiner Schließung ist der legendäre Tura-Grill nicht vergessen. Der Stehimbiss aus Essen-Altendorf war eben Kult.